Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich gerne mit euch das neue Huawei MateBook D16 AMD unboxen und damit geht's los. So, und jetzt starten wir mit dem Unboxing und dazu schneiden wir hier diese zwei Seile durch. Und reißen die Folie auf. Im Inhalt befindet sich der Lieferschein und ein Gutschein. Und die zwei Sachen lege ich jetzt beiseite und weiter geht's mit dem Unboxing. So sieht die Verpackung dann ungefähr auch von außen aus. Ich drehe sie mal kurz für euch. Und hier müssen wir jetzt diese zwei Klebestreifen einmal zum Beispiel mit einer Schere durchschneiden. Haben wir das MateBook neben dran, ein 65 Watt Type-C Charger, der ungefähr so aussieht. Den hole ich jetzt für euch mal raus. Der hat 65 Watt. Das sind die Eigenschaften. Ich zoome mal ran. So, da haben wir es. Sehr kompakt mit Type-C Anschluss. Unten drunter ist der Netzanschluss und das Ladekabel dafür sieht dann so aus, eingepackt. Das packe ich jetzt mit euch aus. Ist ein ganz normales Type-C Ladekabel. Wie gesagt, ein ganz normales Type-C-Ladekabel mit beiden Seiten als Type-C belegt. Und das packe ich jetzt wieder ein. Dann geht es weiter mit der Kurzanleitung, die in mehreren Sprachen gehalten ist. Die packe ich auch extra für euch nochmal kurz aus. Nämlich so. Kurzanleitung in mehreren Sprachen gehalten und dahinter befindet sich dann noch die Garantiekarte und das war es dann auch schon. Das packe ich jetzt wieder ein. So, jetzt kommen wir nämlich zum Eigentlichen und zwar zum MateBook. Das heben wir ganz leicht raus. Die Originalverpackung, die lege ich jetzt mal beiseite. Sicher verpackt mit Styropor, dass das auch wirklich gut sitzt, haben die das wirklich ums Notebook herum gut ins Notebook eingesteckt. Das kann man ganz gut entfernen. Ich liebe es immer, wenn es so sicher verpackt ist, da kann man nämlich auch mal keine Angst zu haben, dass da jetzt eventuell was kaputt gehen könnte. Das ist jetzt hier hundertprozentig nicht der Fall. So, jetzt ist noch die Folie dran. So sieht es ungefähr aus, wenn es eingepackt ist.
So, jetzt holen wir langsam und sicher das MateBook D16 raus. Ein schickes Notebook liegt gut in der Hand. Auf dem Deckel sehen wir Huawei. So, auf der linken Seite befindet sich 2x Type-C und ein HDMI-Anschluss. Auf der rechten Seite sehen wir zwei USB-Anschlüsse und einen Klinkenanschluss 3,5 mm. Auf der Vorderseite sehen wir nichts, außer eine Einkerbung, um das Bildschirm zu öffnen, und auf der Rückseite sehen wir auch nichts. Und auf der Unterseite sehen wir einmal einen großen Lüftungsschlitz mit zwei Lüftern und einem Windows-Aufkleber und einem AMD-Aufkleber. Das Notebook hat einen Arbeitsspeicher von 16 GB DDR4, eine Display-Auflösung von 1920x1080 Pixel, also Full HD, Gewicht ungefähr 1,74 Kilogramm. Als Betriebssystem wird hier Windows 10 Home verwendet. Wir haben einen AMD-Prozessor und eine AMD-Grafikkarte. Displaygröße beträgt 16,1 Zoll. Da gibt es zwei verschiedene Varianten bei den Prozessoren, je nachdem welches Modell man hat. Es gibt einmal den MateBook mit AMD Ryzen 5 4600H Prozessor und dann gibt es den nochmal mit einer höheren Version, und zwar mit dem AMD Ryzen 7 4800H Prozessor. Und das zu den technischen Eigenschaften. Als Festplatte kommt hier noch eine SSD-Festplatte in Verwendung mit einer Größe von 512 GB. Und der interne Akku ist Lithium-Polymer mit einer Kapazität von 56 Wattstunden. Bluetooth 5.1 wird unterstützt. WLAN wird 2,4 und 5 GHz unterstützt, was heute eigentlich auch Standard ist. Die IEEE Eigenschaften sind zum Beispiel 802.11 A, B, G, N, AC und AX. Unterstützt wird auch die Verschlüsselungsvarianten WPA, WPA2 und WPA3. Und das zu den technischen Eigenschaften. Soll es das auch schon wieder zum Unboxing gewesen sein? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und lasst einen Kommentar da und schreibt, ob es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wünsche euch allen Gesundheit und viel Glück, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!